Und das Ganze kommt jetzt nochmal für ungefähr 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen und darf dann richtig schön gratinieren. Da wollte ich doch jetzt hin. So, erstmal gemütlich machen. Hi, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Ja, natürlich habe ich euch wieder die letzte Woche alles mitgefilmt. Es dürfte so ungefähr zu 90% Low Carb sein in dieser Woche. Aber es gibt auch ein richtig geiles Kartoffelgericht. Das habt ihr ja eben schon im Vorspann gesehen. Ja, so ein richtiges Soul Food. Das kommt dann auch im Laufe des Videos vor. Ansonsten habe ich euch diese Woche fast nie mein Mittagessen gefilmt. Rate euch dann aber immer beim Abendessen, was ich denn mittags gefuttert habe. Und dann habe ich nochmal eine Frage an euch. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich hatte jetzt unter den letzten Videos immer mal wieder ganz, ganz wenig, aber es ist vorgekommen und deswegen wollte ich das gerne mal von euch wissen. Ein Kommentar, dass euch die Musik auf den Zeiger geht, so ein bisschen, wenn die so in Dauerschleife läuft. Falls ihr jetzt nicht wisst, welche Musik ich meine, ich spiele euch die mal gerade eben kurz mit ein. So, genau die war gemeint. Ich habe das jetzt in dem Video mal so geschnitten, dass ich die ab und zu mal drin habe. Und ich würde euch mal darum bitten, guckt das Video auf jeden Fall bitte, bitte, bitte bis zum Ende. Das geht auch diesmal nicht so lang. Und schreibt mir dann unbedingt mal, ob das so für euch in Ordnung ist. Ich weiß, manche mögen die Musik gerne, manche finden die total ätzend. Jetzt habe ich versucht, mal so einen Mischmasch zu machen, weil mir ist das ja auch wichtig, dass ihr dranbleibt und nicht abschaltet, obwohl euch das Video eigentlich gefällt, nur weil ihr von der Mucke so genervt seid. Dann habt jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Food Diary, ihr Lieben, und wir sehen uns natürlich dann am Ende nochmal kurz. Tschö! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade Food Diary am Schneiden, also das von letzter Woche. Und habe mir jetzt mal eben hier Frühstück gemacht. Ich habe Hüngerchen. Wir haben es nämlich auch schon 9:30. Heute gibt es Kokos-Soja-Joghurt mit Blaubeeren, Himbeeren und obendrauf Sesam. Zwischen dem Video drehen habe ich meistens nicht so viel Zeit. Deswegen esse ich jetzt mal einfach hier schnell einen Riegel Chocolate Brownie Flavor. Es ist jetzt 16 Uhr und ich habe wieder Hunger bekommen. Deswegen esse ich jetzt hier ein Low-Carb-Mehrkornbrötchen mit Appenzellerkäse belegt. Das sind die Low-Carb-Brötchen von Keto Up und die haben maximal 3% Kohlenhydrate. Ihr bekommt nach wie vor mit meinem Rabattcode SANDRA10 10% Rabatt im Onlineshop. Die werden wirklich frisch gebacken angeliefert, dann könnt ihr die einfrieren oder auch im Kühlschrank lagern. Ich verlinke euch den Shop einfach nochmal in der Videobeschreibung. Morgen, 10:45. Boah, jetzt muss ich echt mal dringend was frühstücken. Wurde ein bisschen später gestern Abend. Ihr habt ja gesehen, wir waren noch essen. Da hatte ich ein Steak mit Salat. Und zum Frühstück gibt es jetzt Kokosjoghurt mit Samen noch oben drauf. Das sind Hanfsamen, dann Blaubeeren und zuckerfreie Schokoladensoße. Und den gibt es jetzt noch als Snack zwischendurch. Wir haben 13 Uhr. Abendessenzeit und ich habe mir hier einfach Spieße gemacht mit Tomate Mozzarella und hier habe ich mir noch ein Stück von der scharfen italienischen Salami aus dem Ring hier aufgeschnitten. Und wer von euch weiß, was das da Gelbes ist, was ihr auf den Tomaten und dem Mozzarella seht, haut's mal in die Kommentare, mal gucken, wie gut ihr mich kennt. So, und das bekommt der Hase, da habe ich ihm den Vortritt gelassen, eine sehr, sehr leckere Angelegenheit, die ihr auch schon kennt, wenn ihr mein Video letzte Woche gesehen habt. Das sind noch die Überreste von dem Pfunztopf. Das ist so ein leckeres Ofengericht mit allerhand Fleisch, verschiedene Fleischsorten, Paprika, Zwiebeln, von allem halt ein Pfund. Das wird im Ofen zubereitet und ja, dauert gute 3 Stunden, so ein perfektes Gericht für viele Gäste. Und ja, da war eben halt noch was über und das bekommt er dann heute zum Abendessen. Guten Morgen, es ist noch verdammt früh und ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht. Magerquark mit Blaubeeren, Sesam und zuckerfreier Schokosoße und gleich geht's dann für mich nach Köln zum Arbeiten. Hallöchen aus der Küche. Na, könnt ihr schon wieder erahnen, was das wird? Richtig, es ist wieder Sauerkraut-Mettwurst-Gratin-Zeit. Das geht aber auch immer so schön schnell und ich hatte eh noch alles da, vieles davon musste weg. Und ich hatte heute Mittag übrigens ein kleines Schweinesteak mit Kräuterkruste und Kohlrabi-Gemüse. Ich habe da nicht gefilmt oder fotografiert. Kann übrigens sein, dass das öfter mal die Woche der Fall sein wird, weil ich auswärts am Arbeiten bin. Aber ich sage euch dann halt abends immer, was es so mittags gegeben hat. Und da kommt jetzt gleich noch Schmand drauf und Käse. Und dann darf das im Ofen überbacken. So, und tschüss, Kollege. Es geht in den Ofen.
Ist fertig. Yum, 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 yum. So, ein Teller sieht immer hässlich aus, deswegen in Schüssel macht's nicht besser. Obendrauf etwas Lauch. Lauch sieht immer gut aus, damit sieht immer alles besser aus. Du Lauch. Guten Morgen, es ist noch so früh, Viertel nach sechs. Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber irgendwas muss man ja essen, bevor man losdüst. Deswegen gibt es jetzt Magerquark, da sind Himbeeren drin, gefrorene, die aufgetaut sind. Sieht nicht schön aus, ich weiß. Musste aber schnell gehen und im Moment ist mir morgens irgendwie immer nach was Süßem. Deswegen wieder zuckerfreie Schokoladensoße on top. Hallo mal wieder aus der Küche, es wird wieder gebrutzelt. Seht ihr gleich, was das Feines wird. Und zwar wollte ich mal so eine Art ungarische Hackfleischpfanne machen. Hier haben wir noch gegrillte, eingelegte Paprika aus dem Glas und Frühlingszwiebeln. Lecker ist es geworden. Ich habe gerade die Fotos geschossen. Es wird also auf jeden Fall dann auch irgendwann auf den Blog kommen. Und schaut mal, das werden wir uns jetzt schmecken lassen. Mal gucken, ich glaube, da werden wir zwei locker von satt. Da sind noch gut zwei Drittel in der Pfanne, würde ich mal sagen. Und ja, schmeckt auf jeden Fall richtig gut und ging auch jetzt super flott. Guten Morgen, heute gibt es einen herzhaften Morgen. Und zwar starte ich mit einem Low-Carb-Brötchen mit Sesam und Walnüssen dann drin. Mit leckerem Stienke-Appenzeller Käse belegt. Und mir ist eingefallen, ich habe euch gar nicht verraten, was ich gestern zum Mittag hatte. Ne? Böse, böse, böse. Das war eine Frikadelle mit etwas Blumenkohl. So, jetzt gibt es lecker Essen. Und zwar einmal Surf and Turf, Carpaccio, Garnelen und Wildkräutersalat. Sieht das nicht lecker aus? Hauptspeise am Start, da habe ich mir Caesar Salad bestellt mit Hähnchenbrust und Bacon. Auch super lecker und vor allem voll die riesen Portion. Das sieht man jetzt hier so gar nicht. Guten Morgen, aus Zeitmangel schaffe ich es heute nicht zu frühstücken. Deswegen fährt heute nochmal das Riegelchen hier mit nach Köln. Ich werde nochmal zum Riegelopfer. Ja, und mir fällt gerade ein, ich habe euch das Mittagessen ja gestern wieder unterschlagen. Es gab einfach einen Eisbergsalat, einen großen mit Joghurtdressing. So, Hallöchen, heute Abend gibt es ganz easy peasy, einfach nur Tomate, Mozzarella mit ordentlich frischem Basilikum, I love it. Natürlich auch hier mit Chiliöl. Und genau, heute Mittag einen gemischten Salat, also eigentlich nur so einen grünen Salat, eine große Portion. Ja, ich habe eben noch Sport gemacht, das mache ich im Moment immer abends, weil wenn ich auswärts arbeite, schaffe ich das absolut morgens nicht. Ich stehe da eh schon immer Viertel nach fünf, halb sechs auf. Insofern abends, wobei gestern habe ich es geschlabbert, das war einfach zu spät. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Achso, und das bekommt der Hase, der kam etwas später nach Hause. Lecker, lecker Pasta mit Kirschtomatensoße. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Rezept verlinke ich euch. Da sitzt er schon, guckt Fußball und ist waiting for food. Heute gibt es zum Frühstück mal wieder Kokosjoghurt mit gefrorenen Himbeeren. Also die sind jetzt aufgetaut. Obendrauf weiße Zucker-Schokodrops und Sesam. Und da hinten sitzt das Pipilottchen. Guten Morgen, Möhrchen. Du hast auch schon gefrühstückt, ne? Guten Morgen. Völliges Entsetzen. Hallo. So, endlich seht ihr auch mal wieder mein Mittagessen. Ich bin gerade nach Hause eingeflogen, werde jetzt hier noch ein bisschen was im Büro machen und esse jetzt erstmal hier wieder so ein Low-Carb-Meerkornbrötchen mit, wie heißt er? Appenzellerkäse, ich glaube ja, ne? Und Salami. Fast vergessen, freudiger Anblick an angefressener Riegel. Ich bin gerade hier ein bisschen Video schon am Schneiden, hier das Food Diary. Und esse jetzt, wie ihr seht, einen kleinen Riegel. La 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 la. Deck the halls with boats of holy. La 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 la. Hello, hello, hello. Heute gibt's zum Abendessen eins meiner Lieblingsrezepte aus meinem Buch Lecker Tomatenlachs aus dem Ofen. Dazu habe ich uns einfach so ein Ratatouille-Gemüse gemacht. Einmal hier und wie ihr seht, man kann das entweder, wenn man Sandra heißt, noch schön mit Chiliöl toppen. Oder wenn man Hase heißt, der liebt es mit Balsamico-Creme. Hashtag Eigenwerbung kann man ja mal machen, nur so kurz vor Weihnachten ist ja bald. Für alle, die es noch nicht haben, ich verlinke es euch natürlich auch mal in der Infobox. Und ja, für alle, die es haben und noch nicht ausprobiert haben, guckt da Seite 40, da findet ihr das. Und Low Carb, ne? Bis dann! Freue ich mich jetzt sehr drauf. Lecker! Guten Morgen, guten Morgen. Eine Schüssel voller Glück. Die habe ich mir jetzt auch verdient. Ich habe gerade Sport gemacht. Und hier haben wir Kokosjoghurt mit frischen Blaubeeren und Himbeeren. Ich habe gestern Obst gekauft. Dann nochmal die zuckerfreien Schokodrops.
für die guten Fette, etwas Sesam und Walnuss und ja, sorry nochmal für die Eigenwerbung da gestern. Aber ich wollte euch doch nochmal sagen, wenn ihr gerne meine Rezepte auf dem Blog mögt, dann wird euch das Buch auf jeden Fall auch gefallen. Sind alles easy peasy Rezepte, die man perfekt nach Feierabend machen kann. So, jetzt aber wirklich Schluss damit. Ich werde jetzt frühstücken und der Tag ist ansonsten noch pickepacke voll. A Riegel a day keeps the doctor away, ne? Natürlich nicht, ne? Ist ja kein Apfel. Den gibt's jetzt mal zwischendurch. Ah, sorry, ich vergaß. Fast hätte ich ihn schon wieder angebissen. Ihr wollt die auch immer sehr gerne mal von innen sehen. Also nicht von innen, sondern aus der Packung raus. Ja, so sieht der hier aus. Das ist so eine crispy white chocolate Geschichte und ich habe den schon mal probiert. Der ist sehr lecker. Ich habe irgendwie schon wieder Hunger. Jetzt esse ich gerade hier diesen, wartet mal eben. Nochmal so ein Protein-Karamell-Pudding. Heute nehme ich euch nochmal mit, wenigstens ein bisschen, bei der Rezeptentwicklung für ein neues Aldi-Süd-Rezept. Und zwar mache ich dafür Quetschkartoffeln. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Manche kennen es auch unter dem Begriff Smashed Potatoes. Und zwar habe ich hier einfach 6 schöne Kartoffeln genommen, habe die vorgekocht eine halbe Stunde, dann auf ein geöltes Backblech gegeben mit Backpapier und habe die dann mit einem Glas etwas platt gedrückt, das sieht man ja hier. Und die eine Hälfte habe ich jetzt in einer vegetarischen Variante gemacht mit selbstgemachtem Pesto. Und hier hinten auf denen, da sind drauf Speckwürfelchen, ein bisschen Kräuterbutter und geriebener Parmesan. Und das Ganze kommt jetzt nochmal für ungefähr 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen und darf dann richtig schön gratinieren. Lecker, lecker, lecker. Da sind jetzt die fertigen Quetschkartoffeln oder Smashed Potatoes. Wunderschön überbacken. Ja, ihr Lieben, wenn ihr das gerne mal ausprobieren möchtet, dann verlinke ich euch das Rezept natürlich selbstverständlich unten in der Infobox. Da geht es dann direkt zum Blogpost. Und da ist dann nochmal alles Schritt für Schritt erklärt, inklusive der genauen Mengenangaben. Oh, die waren so lecker, die Kartoffeln. Die müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Es sei denn, ihr seid gerade streng auf Low Carb, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn ihr das so macht wie ich im Moment, dass ich mir auch eben mal was gönne zwischendurch, dann ja, probiert ihr auf jeden Fall mal aus, so ein richtig, richtig geiles Herbstessen. Ansonsten schreibt mir bitte unbedingt mal noch euer Feedback zu der Musik unten in die Kommentare. Das ist mir echt ganz, ganz wichtig, dass euch das ja weiterhin auch hier gefällt. Also schreibt gerne mal, ob das so für euch in Ordnung war. Oder auch gerne, ja, wenn ihr andere Vorschläge habt, ob ihr sagt, ich finde das irgendwie besser, wenn die Musik dauerhaft läuft oder halt eben gar nicht. Ich denke, vielleicht ist es eine ganz gute Lösung mit der Musik so zwischendurch. So, ja, passt dann irgendwie vielleicht für jeden, hoffe ich zumindest. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Besucht mich gerne mal auf meinem Blog und schaut euch die Rezepte an. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ihr wisst ja, da ist fast jeden Tag irgendwas gebacken, da quatsche ich euch in den Stories voll und weiß der Geier was. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir da auch folgt. Ich schreibe euch meinen Insta-Namen hier unten mal rein. Habt eine ganz, ganz tolle Woche, ihr Lieben. Lasst euch gut schmecken, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und munter und dann bis spätestens nächste Woche Sonntag. Tschö! So, Pipilottchen, und wir kuscheln jetzt noch eine Runde, ne? Jo. Tschüss. I looked up from where I sat, wished I would've dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you.